Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserem Online-Gottesdienst aus der Kirche in Puderbach am Sonntag Reminiscere, dem zweiten Sonntag in der Passionszeit. Der Wochenspruch lautet: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Ich möchte Sie an dieser Stelle auf wichtige Veränderungen in unserer Gemeinde hinweisen. Herzliche Einladung zur Predigt der Bewerberinnen für unsere Pfarrstelle. Für die Besetzung der ersten Pfarrstelle nach dem Ruhestand von mir, also von Frau Hamann, am 1.7.2021, hat das Presbyterium zwei Pfarrerinnen, die sich diese Stelle teilen möchten, in Aussicht genommen. Sie werden beide einen Gottesdienst halten, den Sie auf unserer Homepage am 7. und am 14. März 2021 sehen und hören können. Sie können uns auch gerne Ihre Eindrücke dazu und Fragen zu oder an die Bewerberinnen mit per E-Mail oder telefonisch mitteilen. E-Mail puderbach@ekir.de. Gemeindeamt ist 3624. Tun Sie das bitte bis zum 25.03.2021. Wir kümmern uns dann um die Beantwortung Ihrer Anliegen. Hören wir Worte aus dem 25. Psalm. So haben Generationen vor uns gebetet. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Unsere Sprache ist anders. Mit unseren Worten sagen wir: Gott, wir haben in unserem Leben Menschen verletzt. Wir haben auf falsche Ratgeber gehört. Wir haben Dinge getan, die für uns bequemer waren, als das Richtige zu tun. Du allein weißt, wie sehr unser Herz beschwert ist. Zeige uns einen Weg, Frieden zu finden. Amen. Die heutige Lesung steht im Johannesevangelium. Ich lese Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Eine Übersetzung aus der Bibel, Hoffnung für alle. Jesus spricht mit dem Pharisäer Nikodemus in Jerusalem. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über ihn ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen
liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich Gott selbst, bestimmt das Handeln dieses Menschen. Das Weinberglied, das bei dem Propheten Jesaja steht, ist ein bekanntes, poetisches Gleichnis. Es singt von einem Weinbergbesitzer und seinem Weinberg. Und das Ende ist schlimm, fast wie in einer schaurigen Ballade. Ich lese Ihnen das Weinberglied vor aus Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das Lied, es beginnt angenehm, liebevoll, hoffnungsfroh. Es singt von der Freude eines Menschen über seinen Weinberg. Es handelt davon, wie er ihn hegt und wie er ihn pflegt und wie er voller Zuversicht in die Zukunft blickt. Da wird was draus. Da wird etwas Gutes, etwas Schönes draus. Und die dann umschlägt, als der Weinberg nur schlechte Früchte trägt, in Wut und Enttäuschung. Daraus sollen die Zuhörenden eine Lehre ziehen. Die Deutung folgt auch gleich darauf. So ist Gott mit euch umgegangen, mit seinem Volk, mit seinen Menschen, mit seiner Welt. Er hat euch geliebt und gehegt und gepflegt. Er hat solche Freude an euch gehabt und er hat alles getan zu eurem Schutz und zu eurer Förderung. Er hat alles dafür getan, dass ihr miteinander gut leben könnt, dass ihr fröhlich sein könnt. Und was habt ihr getan? Ihr habt Gottes Liebe nicht erwidert. Ihr habt ihm nicht gedankt. Ihr habt sein Werk nicht respektiert. Ihr habt nicht einmal gemerkt, wie gut Gott es mit euch meint. Ihr habt seine Welt zerstört. Seht euch nur um, was ihr angerichtet habt. Was ist das für ein Weinberg, der so schön hätte sein können? Und wie sieht sie aus, die Welt, die ihr bebauen
und bewahren solltet. Ja, Wut und Enttäuschung sprechen am Ende aus diesem Lied. So eine Pflanzung wird Gott aufgeben. Da reißt er selbst die Zäune ein und überlässt sie sich selbst, wendet sich ab. Das kann man nachvollziehen. Es ist verständlich, wenn man das Lied so hört. Aber genau so ist Gott am Ende eben nicht. Weil alles doch ein bisschen komplizierter ist. So wenig wie im alten Israel jeder verdorben war und Rechtsbruch und Geschlechtigkeit überall und immer zu verzeichnen waren, genauso wenig ist die Menschheit heute nur böse. Wir erleben doch überall auch Hilfsbereitschaft, sogar Opferbereitschaft. Wir erleben Engagement. Wir erleben, dass Menschen sich überlegen, was sie für andere tun können. Das Böse existiert daneben, dazwischen, darunter. Misslingen steht neben Gelingen. Gott hat seine Welt nicht ausgerottet. Er ist viel mehr hineingekommen in diese Welt und hat in Jesus ihr Leiden geteilt. Das im Weinberglied besungene Geschehen, man kann es verstehen. Aber es ist nicht endgültig Gottes Weg mit uns. Bei ihm gibt es Vergebung und Neuanfänge. Seine Liebe ist größer als das Versagen des Weinbergs. Gott schafft nicht den einen Weinberg ab und macht sich einen neuen. Er versucht es wieder mit dem Alten, mit uns. Er arbeitet immer noch an uns. Dafür steht Jesus mit seinem Leiden, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Amen. Lass uns Fürbitte halten. Herrgott, du hast die Welt gut geschaffen und wir machen viel kaputt. Aus Habgier, aus Dummheit, aus Unzulänglichkeit. Es ist so schade, dass unsere Herzen oft vergiftet sind mit Misstrauen gegen andere Menschen und gegen dich. Lass uns erkennen, dass du alles für uns getan hast. Lass uns erkennen, wie du zu uns stehst. Lass uns die Liebe wirklich glauben können und annehmen. Dann werden wir frei. Frei genug, alte Muster abzulegen und uns für diese schöne Welt und ihre Menschen einzusetzen. Steh denen bei, Gott, die Opfer von Lieblosigkeit und Bosheit geworden sind und noch immer sind. Steh denen bei, die im Leid sind. Vor dich, Gott, bringen wir die Menschen und all das, was uns bewegt. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Musik.